Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei ARK hier auf Jodo. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute gibt's was Großes und zwar habe ich endlich mehr die Haare schneiden können und ich kann mir jetzt die Nanny bauen. Oh, das wird toll, das wird toll. Da habe ich jetzt endlich die ganzen Materialien mal zusammen. Ah, und dann sollte das auch eine gute Geschichte werden. Perfekt. Die Nanny, die tun wir auf jeden Fall darüber. Zum 10-Bereich. Am besten eignen sie sich doch hier, oder? Alle. Warte mal. Wenn die Nanny das so ist, ja. Sollte sie vielleicht in der Mitte sein. Oder? Ah, ich weiß es nicht. Ich tue die Tante jetzt einfach mal hier hin, weil ich bekomme ja bestimmt noch Tiere unter Wasser. Okay, die ist auf jeden Fall betriebsbereit. Und was kann man dir eigentlich geben, ey? Warte mal. Gib mir dir Fleisch, oder? Wow. Da haben die ganzen Tiere irgendwie Fleisch drin. Das ist ja der Wahnsinn. Da braucht jetzt nicht unbedingt Fleisch drin sein. Nur mal für den Fall der Fälle. Nee. Bäre. Wo hat's denn die meisten Bären? Tue ich mal überall einen Tausender raus. Alle, zack. Hier auch. Dann haben die ein bisschen von allem. Ich weiß nicht, ob das jemand frisst. Keine Ahnung. Und die Tintobeere. Super Sache. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die auch dann Räucherfleisch vom... vom Trocken, also diesen komischen Räucherofen nimmt oder Räucherschrank. Das werden wir einfach sehen. Kannst du auch eine Dinges anziehen, oder? Ja, das wäre jetzt die Geschichte. Die Super Nanny. Bam. Hätten wir dann auch gebaut. So langsam aber sicher kommt es hier in Stellung. Das ist ganz gut so. Und dann, was wischst du eigentlich dauernd mit der Konsole? Heute habe ich es irgendwie mit dem IE, wenn man die ganze Zeit irgendwie andere Spiele spielt, ist das echt schlimm. S Plus. Was war denn das? Das war nicht der Farmer, den Gärtner haben wir auch, die Nanny haben wir. Uiuiuiui. Hey, was war denn das noch? Das war doch so ein komisches Ding mit einem Dodo. Warte. Ja, da ist es ja. Ey, jetzt mal ohne Witz, gell? Das ist gar nicht so günstig. Gucken wir mal. Was er denn für Eier nimmt, ey. Ich hoffe, der kann die Dodo-Eier auch nehmen. Ey. Hör auf zu schubsen. 14. Das sind nur Dodo-Eier. Wow, ein Pronto-Ei geht. Ein Pronto-Ei bekommst du nicht, ey. Ey, wie kriege ich jetzt Dodo-Eier her? Vor allen Dingen, ich habe gar keinen Dodo, gell? Und dann tut er das aufsammeln. Also, hier hätten wir 14 Dodo-Eier, ein Ankylosaurus-Ei. Dann haben wir hier nochmal eins. Dann hätten wir schon mal 16. Die Pronto-Eier bekommst du nicht, mein Kumpel hier. Ey, da müssen wir mal schauen. Vielleicht hat ja hier noch der Item-Collector etwas.
Oh, der Item Collector hat nix. Ich brauche mehr Dodos. Ich kann nicht meine guten Eier verschwenden. Also nicht meine eigenen, ja. Also nicht falsch verstehen hier. So. Naja. Und die Rockshake-Eier, die kommen nicht weg. So ein Mist. Hätte ich doch bloß nicht alles zu Kippel gemacht. Ey, was machen wir? Was machen wir da? Auf jeden Fall erstmal was essen. So. Passt. Die Geschichte hätten wir auch. Hey, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich brauche Eier. Ich habe wahrscheinlich letztens ein weibliches Dodole gekillt, hey. Jetzt pass mal auf, es ist 18:21 Uhr und ich bin schon wieder da drinne. Ich habe mir Netzprojektile gebaut, ich habe drei Kyro-Kapseln drinne, wie man sehen kann. Kippel habe ich mitgenommen, Fleisch hat der Argentavis noch, 10 Pfeile und so weiter. Ja, da ist auch alles gut. Ich sollte noch ein paar Bärchen mitnehmen, weil du weißt ja nie, ob ein Pegomastax da ist, ja? Welchen nehmen wir? Nehmen wir da ein Päckchen. Und dann flitzen wir einfach mal mit dem Argentavis los. Wo ist denn der eigentlich? Ah, da oben. Weil der hat schon die ganzen Sachen. Guck mal noch mal kurz nach den Gachas. Ey, das ist doof, ey. Ich habe keine Eier. Du solltest gucken, dass dieser Käfer von deinem Popo wegkommt, ey. Der klebt ja schon fast da dran, ey. Ne, guckt mal an, ey. Guckt mal den an. Den kleinen Lümmel. Dieser kleine Rotzlöffel. So. Junger Vater, ne. Ey, die Kriegstrommel. Echt jetzt? Hast du eine Kriegstrommel rausgespuckt? Hey, Junge, Junge, Junge. Warte mal. Ah. Wo tun wir die hin, ey? Wo tun wir die hin? Warte mal. Ah. Wer kann sich denn so gut auf das Ding legen? Boah, jetzt bin ich total überfordert. Wo machen wir denn die hin, ey? Scheiße. Wahnsinn. Bekommt man hier eine Kriegstrommel? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Packen wir sie mal hier hin, oder? Machen wir so. Oh, okay. Das ist sehr interessant. Ey, was die Gachas so alles ausspucken? Cool. Ey, ich muss sagen, das gefällt mir. Auf geht's. das ist ja geil. Mir fällt da gerade auf, ey, wo hab ich denn mein Mammut gelassen? Spuckt der da so ein Ding aus? Junge, Junge. Ey, da passieren einige Sachen, ey, die sind ziemlich verrückt. Ich wollte auch nur zum Agitavis und dann wollte ich schon mal losfliegen. Und du hast wieder eine gute Armbrust und eine Fa gute Fackel ausgepackt. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Ey. Sage mal. So, bei dir passt auf jeden Fall alles. Gut, gut.
Lasst uns gucken im Wintergebiet, ob da ein Schweinchen ist. Ah, Jungs und Mädels, es wird bald hell. Ah, und ich bin so geschafft hier. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Das wäre auch eine coole Plattform hier. Mach mal dein Fernglas wieder an. Nee. Da kannst du auch was sehen. Oh. Hallo. Was ist mit dem nicht richtig? Das war doch gerade ein Alpha, oder? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Da kriegst du mal kostenlos von einem Alpha. Oh je, jetzt flitzen die hier auch schon wieder rum. So, nehmen wir den Fisch mit. Habe ich auch nichts vergessen. Boah, wenn wir den fangen könnten, das wäre echt eine Wucht. Das wäre cool. Ich weiß es halt nicht. Ich habe das Ding noch nie probiert. Oha. Mal gucken. Oh, ich hoffe, ich mache nicht so viel Schaden. Ja, der braucht hier viel zu lange hier. Oh, ich muss auf die wechseln. Wie lange ist denn der immun gegen die Sachen hier? Hau rein. Und jetzt flitzt davon. Der. Oha, der ist immer noch sauer. Okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Du kannst chillen hier. Du kommst nicht hoch, oder? Aber der flitzt. Flitzt nicht da rein ins Meer. Jetzt ist der abgehauen. Oh, Mann. So ein schöner Hoher. Ey, komm. Du hast doch schon gut Torpor drin, ey. Na? Wo bist denn du? Die sind weg. Der ist weg. Der wird aufgespachtelt. Ey. Alles nur wegen mir. Komm her. Komm, Bot. Ah, jetzt hat er mich. Komm hoch. Ey, das gibt's doch nicht. Komm her. Komm hier rüber. Ey. Jetzt mal ohne Witze. Was willst du da unten? So viel ich die Falken mag, ey. Ja, da musst du erstmal hier die ganzen Tierchen wegmachen hier. Ja. Sage mal, was ist mit euch nicht richtig?
Wow, Bobau, Alter. Der Falke, der kommt da gar nicht hin. Ja. Komm her. Oh, oh. Hui, 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 hui. Na komm, dein Gesichtszeiger hier, Mensch. Guck, guck. Doing. Ey, komm schon. Ey, wie kriege ich dich bloß aus dem Wasser wieder raus? Komm mit. Ey, das kann doch nicht sein, oder? Ich hab dich doch fast, ey. Jetzt tust du mir was saufen. Ah. Mann. Der kommt nicht mehr raus aus seinem komischen Eck hier. Ah, ja. Komm mit. Komm mit. Hier rüber. Hier rüber. Uha. Ja, genau. Komm hier rüber. Oi, 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 oi. Eieiei. Du bist ja voll aggressiv. Vielleicht bekomme ich den hier hin. Ey, ich hab die die Falle nicht ausgerüstet. Komm her. Alle hopp. Zack. Und hepp. So. Da hab ich dich. Es wird doch irgendwie möglich sein, dass ich den jetzt bekomme. Oh, ein Therizinosaurus. Da hat mir Katrin von Reh was erzählt, dass der besser seltene Blumen farmt. Deswegen nehmen wir den jetzt mit hier. So, der schläft im Stein. Da kannst du wieder nachladen. Das ist heute nicht der erste und letzte Dino. Wie viel Kippe brauchst denn du? Zwei Stück. Perfekt. Zappelt im Netz. K.O. ist auch. Was soll ich denn mit deinem Kothaufen hier? Sehr gut, da haben wir den Therizino. Ein 140er. Ja, das sollte schon gehen. In der Zeit, da können wir schauen, was wir sonst noch so holen können. So. Der ist... Warum ist denn das doppelt? Den verfolgen bitte. Bist du jetzt verfolgt? Ja. Du bist verfolgt. Ich hole dich später ab, ja? Vielleicht finden wir jetzt noch mal ein paar Tiere. Ja, da hinten ist auch noch eine riesen Fläche. Ey, die Map, die ist gigantisch. Die ist sowas von gigantisch. Und ich höre da irgendetwas, was mir nicht... Ein 100er U-Tyrannus. Oha. Ich hoffe mal, du hast nicht einen komischen Buff, ey. Na komm, 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 hierher. Komm, 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 komm. Der kann ruhig alleine bleiben. Alle, hopp, weg mit euch.
Zack. Weg da, weg da, weg da. Gut. Wow. Du bist ja auch noch da. So, die Viecher, die waren jetzt kein Problem. Ja, kurz mal Ausdauer hier sammeln. Ein 100er nehme ich gerne mit. Wenn er noch da unten ist irgendwo. Hast du die Arme aufgesammelt? Du hast keine Carnosaurus-Arme. Da ist er. Der sollte jetzt nur stehen bleiben. Ja, ja. Passt. Ja, ob wir den bekommen. Ja, der guckt mich schon so komisch an hier. Alter Schwede. Hammerhart. Ja, voll auf die Nase hier. Okay. Ich habe noch 20 Sekunden. 15. Hau den nur in die Nase rein. Alles klar, noch ein. Und weg hier. Eieieiei. Mein Dino ist außer Kontrolle. Oh Mann, ey. Ich wusste schon, warum ich das nicht mag. Der reagiert nicht auf meine Befehle, ey. Ja, warte ab, ey. Den kaufe ich mir. Wo ist der? Boah, ey. Der ist ja eine fiese Nummer. Wo ist der jetzt hin? Ist der abgehauen? Echt jetzt? Das gibt's nicht, oder? Ist der U-Tyrannus abgehauen? Kann ich den eigentlich auch so finden? Nee. Das gibt's nicht. Der ist ja richtig wahnsinnig. Wo ist der jetzt abgehauen hier? Ja, das ist nur Sarko. Ein 90er Bionix, alles klar. Das ist ja auch immer wieder das Thema. Ey, das gibt's doch nicht, oder? Ist der Jutiran ist davon geflitzt, ey. Er ist zwar ein 100er, aber er ist ein Dreistelliger. Einen Dreistelligen sollte man ja nicht liegen lassen, oder? Boah. Ich glaube, den finde ich nicht mehr wieder. Der ist über alle Berge. Hammerhart, ey. Echt. Ja, gucken wir, dass wir da zum Dinges kommen. Zu unserem Terizinosaurus. Nehmen wir den noch mit.
Das tut sehr blenden, oder? Da hat irgendjemand Argentavis kaputt gemacht hier. Irgendeiner hat Argentavis demoliert. Wahrscheinlich die Mammut. Wow, ey, das ist ein großes Wollnirino. Ist ja Hammer. Ja, ich habe den Jutyrannus verloren. Flitzen wir. Ey, das ist schon eine schöne Stelle hier. Alle hopp. Oha. Langsam fliegen. Du hast gleich keine Energie mehr. Ich möchte nicht meinen Argentavis verlieren. Da ist ein 20er Megatherium. Ein 20er. Aber wo ist der Rest? Da weiß ich auf jeden Fall, wo ich das nächste Mal hier suchen muss. Ja, auch noch so ein schönes... So ein schön weiß, gell? Ach ja. Oh, ein Tropeognathus. Ja? Okay. Ein 145er. Ah, nee, ich gehe jetzt zum zum Terizino, packe ich den ein und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Und danke fürs Zusehen. Hat dir diese Folge gefallen? Solltest du auf jeden Fall noch die nächste Folge anschauen. Wenn du Bock hast, kannst du auch noch die Playlist angucken. Andere Videos stehen auch parat. Ich wünsche dir dabei viel Spaß und ciao.